So dann oder so dann? Also mir ist das völlig wurscht, das kann ich Ihnen sagen. Sie können so dann sagen oder so dann, weil ich aus dem Sachsenland stamme. Und die Sachsen sagen, ist das völlig egal. Die sagen dann immer so dann. So dann, so dann. Hätten wir das Wichtigste auch geklärt und weitere Fragen habe ich eigentlich gar nicht. Das reicht, da können wir ja wieder gehen. Ansonsten war nett. Ja, das mir hat es auch gefallen. Lieber Herr, so dann oder so dann? So dann. Oder so, oder? So dann kam so dann, er. So dann wird er in wenigen Minuten wieder gehen. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein bisschen. Naja, gut. Manchmal stimmt ja das, was in den Zeitungen steht. Ja. Und da steht, dass Sie als echter Tatortkommissar Herrn Ackermann verhaften würden und Till Schweiger als auf die Fresse hauen. Nein, das wollte er mir, ich so, nicht ihm. Der Ackermann jetzt oder Herr Schweiger? Nein, der Herr Ackermann, den wollte ich verhaften. Ja. Er schreibt jetzt auch das Buch der Reue oder sowas ähnliches, wie ich gehört habe. Soll jetzt im Bälde rauskommen. Ich weiß nicht, wo er reuig ist, das ist mir ein Rätsel. Aber... Und Herr Till Schweiger, dem wollte ich nicht schlagen, aber er wollte mich hauen. Ist das was Inszeniertes oder können Sie sich echt nicht ab? Nee, mir geht da nichts an. Der hat nur gesagt, dass er eine neue Melodie für den Tatort haben möchte, sobald der Tatortkommissar ist. Und da habe ich gesagt, das ist Quatsch. Er möchte bitte dabei bleiben. Bisher war sie erfolgreich und das reicht daraufhin, dass ich... mir gegenüber nicht sehr nett benommen, wie man so schön sagt. Aber mir ist das wurscht. Wollen Sie überhaupt noch mit dem Tatort in Verbindung gebracht werden? Oder sind Sie jetzt nicht der Politiker? Ich werde noch in Verbindung gebracht, da ab und zu eine Wiederholung kommt. Und da denken die Leute, ich sei noch dabei. Das ist aber verkehrt. Ich bin schon längst, wie soll man sagen, entfernt worden. Ist das echt so? Also durften Sie als Politiker nicht mehr... Wieso als Politiker? Oder warum? Hat gar nichts zu tun. Nein, nein, so sehr bin ich vom Mitteldeutschen Rundfunk nicht geliebt worden, weil wir manchmal doch etwas in den Tatort hineingebracht haben durch den Untertext. Wir haben schon den Text normalerweise gesprochen, aber durch den Untertext kommt manchmal doch ein anderer Sinn raus. Und das können Sie jetzt freier sagen bei den Linken? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso freier? Ich habe schon immer frei gesprochen. Das kann ich damals sagen und jetzt sagen. Aber hier bei den Linken hat es wahrscheinlich weniger Folgen, wenn ich sage, mein Herz schlägt links, dann werden Sie mich doch nicht bestrafen, oder? Was macht denn die Linken so attraktiv für Sie? Warum unterstützen Sie, sind dabei? Ich bin seit meiner Geburt bin ich links, weil mein Vater schon links war. Aber das habe ich damals zur Geburt noch nicht gewusst. Aber als der Krieg zu Ende ging, da habe ich damals schon, das war 1942, da war ich 45, da war ich schon 8 und 9 Jahre, da habe ich schon gemerkt, dass in meiner Familie ein anderer Wind wehte als in anderen Familien. Weil zur damaligen Zeit arbeitete mein Vater noch bis 1944, dann zog er in den Krieg und ist auch nicht wiedergekommen. Aber... in dem Betrieb, wo mein Vater arbeitete, gab es damals sehr viele russische Mädchen, die dort arbeiten mussten und Kriegswerkzeuge herstellen mussten. Und als die Russen kamen, habe ich nicht so viele böse Erlebnisse gehabt, wie manche andere berichten. Da könnte man jetzt weit an sein weites Feld, was man da sagt. Ne? Aber das dauert dann zu lange. Und ich war auch in der deutsch-schwedischen Freundschaft. Also ich habe ein gutes Verhältnis, ich habe auch in Moskau gearbeitet, als Regisseur und Schauspieler. Tja, das wär's dann wohl. Und trotzdem wollten Sie von der Bundesrepublik der Präsident sogar weg. Ich hätte jetzt beinahe einen Bundespräsidenten hier sitzen. Nein, Moment, das wäre gut für Sie. Ja, glaube ich. Das kann ich sagen, aber ich wollte das nicht unbedingt, aber ich habe in meinem Leben, gut, ich erzähle es schnell, als ich Lehrling wurde. Mit 14 Jahren kam man ja aus der Schule und ich wollte gern Tischler werden. Da bin ich in dem Dorf, wo ich wohnte, zu dem Tischlermeister gegangen und habe gesagt, ich möchte gern Tischler werden. Da hat er zu mir gesagt, dann stell dich mal bitte an die Hobelbank. Habe ich mich hingestellt und daraufhin hat er gesagt, ich kann dich nicht nehmen, denn wenn du einmal hobeln sollst, dann musst du so hobeln, weil ich so klein war. Ja? Und dann kam ein anderer Mensch und der sagte zu mir, Junge, willst du nicht Werkzeugmacher werden? Da kannst du auch hobeln, aber Metall. Und da war ein Ausspruch,
von mir, den ich eigentlich mein ganzes Leben lang befolgt habe. Naja gut, sag ich, Werkzeugmacher habe ich ja eigentlich auch noch nicht gemacht. Kann ich ja mal machen. Sehen Sie mal, zum Bundespräsidenten ist es so gegangen, als der Kollege Giesing zu mir kam und sagte, sag mal, willst du nicht unseren Bundespräsidenten machen? Da habe ich damals gesagt, hast du eigentlich auch noch nicht gemacht. Kannst du ja mal machen. Wenn Sie es geworden wären, wären Sie es jetzt noch oder hätten Sie auch irgendwann gesagt, Leute, ihr könnt mich mal? Nein, ich könnte mir vorstellen, dass verschiedene andere Parteien dafür gesorgt hätten, dass das Grundgesetz geändert werden muss. Und ich hätte wohl dann gehen müssen, denn Sie sind ja in der Mehrzahl im Bundestag. Würden Sie was anders machen? Den Bundespräsidenten? Oder die Demokratie als solches? Ja, würde ich anders machen. Alles, was mir möglich wäre als Bundespräsident, würde ich einführen. Zum Beispiel? Ich würde nichts unterschreiben, dass irgendein Bürger Deutschlands mit der Armee in ein anderes Land zieht. Das würde ich nicht gestatten, das wäre schon schwierig. Sehen Sie, ich würde manch anderes auch nicht gestatten. Ich würde also meinetwegen auch die Empfänge von anderen Außenpolitikern aus anderen Ländern, was weiß ich, nicht unbedingt mit einer Ehrenkompanie ausstatten. Wozu? Na, ich würde die Waffenproduktion in Deutschland zumindest so anregen, dass sie nicht mehr stattfindet oder mich dafür einsetzen. Und ich würde in andere Länder fahren als Bundespräsident und dort Dinge äußern, die vielleicht für andere unmöglich wären. Zum Beispiel, ich würde meinen Soldaten sagen, jetzt kommt ihr schnell wieder zurück nach Deutschland. Ihr habt dort nichts zu suchen. Aber wir sind ja beide alt genug, um zu wissen... Ja, das weiß ich nicht. diese 5 Jahre oder 10 Jahre... Alt genug zu wissen, dass man in der Opposition immer alles gerne fordert und dann kommt man an die Macht und plötzlich muss man funktionieren. Gilt das nicht für die Linken? Das gilt auch für die Linken, dass sie in irgendeiner Weise die Bevölkerung nicht über einen Tag hinweg umkrempeln können. Ich glaube schon, wenn die Linke in irgendeiner Weise so viel Einfluss hätte in Deutschland, müsste sie sich verschiedenen Dingen, um einen Staat aufzubauen, der vielleicht besser ist als der jetzige, auch fügen. Stellen Sie mal bloß mal eine ganz einfache Regel. Der Beamtenstand bleibt. Erst einmal. Und die Beamten machen auch, was sie wollen. Also das ist schon eine schwierige Angelegenheit. Aber das würde jetzt wirklich ein weites Feld sehen, wenn wir das weitermachen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass als ich Bundespräsident werden sollte, habe ich mir gedacht, also irgendwie kriegt man ja Angst, dass man es doch wird. Verstehen Sie, ich wusste genau, dass ich es nicht werden konnte. Aber ab und an, aber dann habe ich mir gedacht, wenn es doch klappt, am Tag der Bundespräsidentenwahl, meinetwegen hat die CDU die Diarrhoe, die SPD den Ehek und die Grünen meinetwegen die Vogelgrippe, dann wäre ich geworden. Und ich wurde gefragt, doch, wenn sie es nun doch werden, da habe ich immer gesagt, dann suche ich mir, erst gehe ich eintrinken. Dann stehe ich am nächsten Tag auf, dann werde ich erwachen und dann werde ich mir ein paar Berater suchen. Zum Beispiel hier meinen Freund, Herrn Dehm, der wird mich beraten. Herr Schramm könnte mich gut beraten. Herr Hildebrand könnte mich beraten, bloß mal die heitere Seite unseres Daseins auch zu sehen. Naja. Hatte Herr Wulff die falschen Berater, ne? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, was da so gestrickt wird mit dem Herrn Wulff. Also, jetzt sind es wohl noch 700 oder 800 oder 900 Euro, um die es jetzt gestritten wird, ob er sie vergewaltigt hat oder nicht vergewaltigt hat, die 900 Euro. Ich halte das alles nur für Schwachsinn. Wir schmeißen Milliarden in die Gegend, dies und jenes, und auf einmal sind es 900 Euro. Da will man vielleicht zeigen, dass man eine Art Rechtsstaat ist. Aber okay. Die Gefahr besteht ja, dass Sie jetzt die Macht mal auch testen, wenn es zu einer rot-rot-grünen Regierung kommt. Da müssen Sie sich beweisen. Was heißt beweisen? Ich muss gar nichts beweisen. Ich spreche jetzt von Ihnen auch als Vertreter einer Partei. Ich bin kein Vertreter der Linken. Aber ich unterstütze die Linke. Warum eigentlich? Warum gerade Dieter Dehm?
Nur weil wir schon seit langer Zeit befreundet sind. Und zwar über die Kunst. Und die Kunst ist ein wesentliches Moment in der Entwicklung der Menschen. Bei den Linken, dass Sie sagen, ich unterstütze nur? Warum nicht der konkrete Schritt, ich kandidiere selber? Nein, so einfach ist das nicht. Ich war einmal in der Partei, in der SED, Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, damit man noch weiß, was es war. Und dann hat man mich dort entfernt, also rausgeschmissen. Und seitdem, warum soll ich eigentlich wieder, sehen Sie mal, wenn es nicht die Linke wäre, die PDS hätte ich damals vielleicht nicht toleriert. Aber jetzt heißt die Partei die Linke. Und da habe ich etwas dazu zu sagen. Darf ich einen? Wie sind Sie das, völlig, Herr Ding? Völlig außer Programm. Er ist so bescheiden, dass er etwas nicht sagt. Er hat wegen eines politischen Witzes ein halbes Jahr in Einzelhaft. Im Stasi-Einzelhaft. Ja, das müssen die Leute ja, da ist er so bescheiden, dass er das nicht sagt. Das heißt, es ist einer der wenigen Kabarettisten und Satiriker dieses Landes, die überhaupt gesessen haben. Überhaupt gesessen haben, erstens. Und zweitens auch den Arsch in der Hose hatten, sich mit der Staatsmacht anzulegen. Und ich wünschte mir welche, die dann immer gerne auf die DDR weisen und sagen, toll, mutig, die sich hier auch mal mit der Staatsmacht anlegen. Also manche Comedian, der Ottfried Fischer, mit dem ich jetzt gerade im Wahlkampf unterwegs war, hat gesagt, die Comedy ist die Blondine des Kabaretts. Ist was dran. Da ist viel dran. Naja, gut. Okay. Ja, das hatten wir auch noch nicht. So zu zweit. Sie haben kein Mikro. Ich hoffe, ich verstehe das alles. Und wir verstehen nicht. Ich habe da auch kein Mikro. Ach doch. Ja, entschuldige. Ich habe abgehört. Ohne ich war so nervös. In der DDR. Ich wollte es ein bisschen heimisch machen. Nein, Moment. Mann. Nicht wie in der DDR. Okay. Also wie bei den Amis. Wie bei den Amis. Also, ja, das ist jetzt halt. Also, wir sind ja nur nicht auf den Kopf gefallen in der DDR. Wir sind auch nicht unter dem Schrank rumgekrochen. Wir hatten mehr Witze als die Bundesrepublik. Also passen Sie mal auf. Abgehört wird überall und nicht nur in der DDR. Das ist schon Schwachsinn. Damit wollte man nur zudecken, dass man in der Bundesrepublik nicht abhört. Jedes Land hat seinen Mielke, sage ich immer. Verstehen Sie? Und jetzt langsam kommt es raus, dass die abhören und so viel konnten wir gar nicht, wir waren gar nicht technisch dazu ausgerüstet, so viel abzuhören, wie es ist, verstehen Sie? Deshalb musste man ja aber auch ein IM haben, manchmal. Fast ein spannendes Schlusswort. Ne? Was haben Sie heute noch vor in Celle? Ich werde jetzt die Wahl der Linken unterstützen mit meinem Beitrag. Ich lese die Schlussrede von Allende vor. Und ich glaube, das sollten sich alle Menschen erinnern, was damals passiert ist. Und ich finde das gut, dass in einem Wahlkampf nicht nur über andere Dinge gesprochen wird, die zum Wahlkampf gehören, dass zum Beispiel eine Ehrung Allendes auch hier in Celle stattfindet. Wenn es auch noch zu klein ist. Aber man sollte den Mann nicht vergessen. Die Frauen. Ah, da will ich jetzt nicht drüber reden. Nee. Wie sagt man, wie hat Obama gesagt, das ist die rote Grenze oder wie war das gleich? Aber das mit der Onanie, das stimmt irgendwie an etwas nicht. Irgendwie muss man. Also Sie kennen das doch. Selbstverständlich, weil die Jugendliche kennen das nicht. Ich sage Ihnen das mal als Linker. Machen wir die Kamera auf mich. Können wir mal als Linker sein. Wissen Sie, weil wir ja oft so Veranstaltungen haben, wo wir ein bisschen auch uns selbst beglücken, ja? Wissen Sie, was der Unterschied zwischen Onanieren und Geschlechtsverkehr ist? Das wissen Sie natürlich, man lernt mehr Leute kennen.